Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fever 2 Let's Play mit der schönen Map, mit den Seen und den Bergen. Jo, mehr geht scheinbar nicht, aber ich hätte gerne noch ein bisschen höhere Berge gehabt und noch ein bisschen mehr Realismus. Aber ich hoffe, bald kommt Transport Fever 3. Ich hoffe, sie kündigen es bald an. Und ja, es ist immer noch sehr beliebt auf YouTube und so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele spielen und so. Das ja, kann ich ja nicht so gut anschauen. Aber ich ja, bin mal gespannt, wie es so weitergeht mit dem Spiel. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Leute anlocken damit. Jo, genau. Ich möchte jetzt eigentlich die Zuglinie machen heute. Und ihr dürft gerne ein bisschen dabei sein. Also die Zuglinie verlängern, nicht machen. Und ja, ich muss wirklich durch den Bauernhof durch, das geht sonst nicht so gut. Also machen wir doch mal, schauen wir mal, wie viel Geld wir noch haben, wenn wir hier die Zuglinie einfach verlängern. Das ist jetzt ein Außenweg. Okay, es kostet nicht so viel, das Haus kaputt machen. Aber hier bin ich nicht. Ja, seht ihr, es kostet sehr viel. Es kostet unglaublich viel. Aber ich riskiere das mal und wir müssen einfach noch ein bisschen mehr. Wir haben nur noch 390. Das ist zu teuer, Mist. Also unten durch möchte ich nicht. Wir müssen noch warten mit der Zuglinie. Also stärken wir uns mal mit einer Buslinie erstmals. Jo, das reicht. Ich hab's mal versucht, aber ja. Ich tue jetzt mal hier nochmals diese Name hier. Ich will nicht das steuern da unten. Ich möchte. Ja, jetzt, okay. Ich muss einfach mich um. Ich muss mich umdenken vom Medieval 2 Eras Total Conqueror Let's Play. Das ist natürlich eine komplett andere Steuerung. Und ja. Gut, die können wir eigentlich auch noch nehmen, das sind einfach ganz normale. Ich denke, ja, ich möchte die Modded nehmen. So, Heißbronnwald, ja, das ist mir egal. Dankeschön für die Einblendung. Jo, dann machen wir doch mal die Buslinie zuerst. Immer rechts herum. Immer schön Knoten in die Stadt rein. Oberharzbus. So, haben wir hier irgendwo, also mit WASD kann man gut steuern, mit den Pfeiltasten macht man unten dann Sachen. So, dann haben wir hier auch etwas Unnötiges. Ich finde es wirklich blöde, dass die Einblendungen immer so schnell weg sind. Ah, hier ist ja die Kirche, genau. Wo haben wir denn ein, wir haben wirklich nur das hier und das da unten. Ja, hier. Ah, hier. So. Okay, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, aber so, ich denke, da können wir ein paar mehr machen. So langsam. Und ich muss da rein. Ah, ich wollte eigentlich mehr bei der nächsten Strecke machen, genau. Dann machen wir mal von hier bis hier. Wir könnten auch hier noch reingehen. Das wird nicht viel Umweg sein. Ich weiß aber jetzt nicht. Ah, da durch geht's. Okay, das ist gut. Ja. Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Nicht mehr. Wich. Jetzt machen wir Wich. Und Oberharz. So. So. Und jetzt einfach ein paar mehr kaufen, wenn wir können. Ja, wir haben Geld. Auch schnell, okay. Ja, die Übersicht in diesem Spiel ist ein bisschen schwer. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, das haben wir. Wir haben noch genug Geld. So, dann müssen wir finden. Schade, dass es nicht am Anfang oder so ist. Ganz am Schluss. Ah, oh, die Berge. Oh. Wir haben die eigene Nordwand. Ja, okay, es ist ein bisschen zu schräg. Eiger.
Mönch und Jungfer verkehrt herum. Okay. Also, dann haben wir nochmals eine Intercy-Schließung. Also ich denke, es wird langsam doch ein bisschen zu viel geschlossen. Aber das ist klar, es sind einfach viel zu viele. Und sobald eigentlich nicht mehr zu schließen gibt, wird dann wieder neue kommen, denke ich. Jo. Müssen wir ein bisschen durchkommen. So, und auch Sägerhausenwald. Okay. Ich bin gerade in Sägerhausen. Oder wir sind. Ihr macht ja auch mit. Und ja, das ist auch nicht so schlimm. Ist wirklich gar kein Wald, sonst nur eine oder ein Sägewerk. Hier könnt ihr holen. So, wir schauen mal kurz in der Stadt. Also in der größten Stadt. Hier wird ein Gebäude gebaut. Das sind nicht auch neu hier. Haben aber nur 8 Einwohnerplatz drin. Machen wir mal Übersicht ein bisschen. Wir forschen an diesen. Okay. Wir haben hier die Routen auch. Reiseziele und so. Hier haben wir die Wohngebäude. Das sind viele, oder? Je dunkler es ist, desto mehr Einwohner haben wir. Hier haben wir noch nicht so viele Arbeitsplätze. Schauen wir mal zum Beispiel in diese Stadt hier. Hier haben wir auch schon mal dicht besiedelt. Hier haben wir auch ein bisschen dicht besiedelt. Hier noch nicht. Ja. Hier müssen wir auch Werkzeuge. So sieht man es auch besser. Ich bräuchte ja hier Holz. Ich weiß es nicht, aber es ist ein bisschen zu weit weg, das Holz. Wir könnten eine Straße hier durchführen lassen. Werkzeuge hier ablassen und hier. Das wäre eine gute Route, wenn wir einfach ein bisschen mehr Geld haben. Ich mache jetzt einfach nicht große Routen, weil ich einfach nicht so viel Geld habe. Okay, das ist eigentlich sehr gut hier, weil wir haben keine Werkzeuge, keine Maschinen. Da oben hätten wir Maschinen, aber das ist gut, wenn das wegkommt. Dann kommt nämlich hoffentlich etwas anderes hier hin. Jo. Und sieht auch nicht gerade schön aus. Also es sieht für mich ein bisschen schlecht platziert aus, das ist schon gut. Aber für diese Farm, oder die jetzt abgerissen wurde, also eine alte abgerissen wurde und eine neue kam mit mehr Feldern, bin ich wirklich stolz. Jo. Und hier könnten wir dann auch noch verbinden. So, langsam kommen die Busse, die haben natürlich keine Leute drin. Ja. So, hier haben wir Leute drin. Okay, ein einziger Mensch fährt mir schon. Okay, Stahl, genau. Und hier ist Kohle. Ah, da war auch Kohle. Ist aber. Noch haben wir nicht so viel Glück. Aber ich möchte irgendwie hier Leichingen noch anwenden. Ja, ist auch noch ein bisschen schwer. Also ich würde mal empfehlen, ich mache das Holz mal hier hin und muss deshalb hier mal einen Weg machen. Okay, wir haben auch wieder Geld für Straßen. Ich empfehle jetzt noch mittlere, dass es nicht zu teuer wird. Aber es sind immer Bauernhöfe im Weg. Ich glaube, ich gehe hier oben durch und immer schön auf die Straße, das vergesse ich mal. So, Heuachwald. Ja, ganz weit weg. Schade. Der Weg ist ziemlich schön so. Dann können wir das noch ein bisschen vermindern, dass es überall geht. Oh. Hier können wir nicht anders. Wir können nicht oben durch. Hier müssen wir. Auch ein bisschen teurer. Und machen wir doch ein schönes. Boah, ist das teuer! Ich warte noch kurz ein bisschen, dass ich mehr Geld habe. Mindestens ja, 150.000 muss ich schon noch ein bisschen einplanen. Und ich hoffe, der Zug macht es momentan gut Gewinn. Dass wir dann nicht Straßen wieder bei den Bahnhöfen kaputt, also weitergemacht werden. Okay, das ist auch egal. Ich bin jetzt mittlerweile doch wieder ein bisschen mehr drin. Ich habe jetzt einfach nicht so Zeit gehabt, um zu eine weitere Folge zu machen. Aber jetzt mache ich mehrere Folgen. Wie
verdienen jetzt gerade sehr wenig. Wir haben Einnahmen minus 200 durch die Käufe. Okay, dann breche ich mal kurz ab. Ich will nur schauen, ob der Zug jetzt wirklich... Ist der Zug schon wieder hier? Also der fährt Leute, aber er macht nicht genügend Gewinn. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel bringt, aber ich mache mal hier einen Bus mehr. Da könnt ihr einfach mal zum Beispiel zwei so duplizieren. So, ganz einfach. Und er geht wieder zurück, genau. Aber wir haben ja noch nicht weiter. Und jetzt hat er mehr dabei scheinbar. 20, okay, zwei wenige. Aber es funktioniert. Hier funktioniert es auch, aber wir haben zu wenig Busse. Jetzt müssen wir überall aufstocken. Wir machen immer zwei mehr. So. Hier müssen wir noch nicht aufstocken. Okay. Das sind zu wenige. Das ist völlig egal, liebes Spiel. Macht mal ein bisschen anständigere Routen. Und bitte schließt einfach diese Holzerei dort nicht. Nee, es warte. Ah! Das wäre sehr gut für diese Route, aber ich habe ja erst... Na komm, machen wir das, hä? Machen wir die Route hier neu. Alle umwandeln in schöne Elektro. Nein, es ist Dampf. Okay, es ist Dampf. Es ist noch ein bisschen zu früh für Elektro. So, wunderbar. Wann wurde so richtig Elektro? Jetzt muss ich gar wissen, ist es Tesla gewesen? Boah, ich kenne mich nicht mehr so aus. Eine Ölquelle fließt, glaube ich, habe ich gesehen. Öl ist jetzt noch nicht so unser Ding. Ja, wir müssten eigentlich, aber schaut mal, da. Ja, da und da könnten wir noch liefern. Noch eine Route machen mit Öl. Okay. Also ich wollte eben mal kurz schauen, ob die umgewandelt wurden. Die sind sehr süß. Das sind wirklich süß. Was denkt ihr, wenn ihr würdet einsteigen jetzt so? Das wäre jetzt nicht so der Elektrobus, hä? Ich hasse Elektrobusse, die piepsen und summen so dumm. Also, ich weiß nicht, dort könnten sie es noch verzichten, auf Elektro zu machen. Ich mag überhaupt nicht Elektrobusse. Das müssen sie noch viel verbessern. Oh cool, die Brücke. Wie die Brücke so richtig nach oben biegt. Das ist aber eine schöne Brücke. Cool. Diese Pferde, eine Pferdeinvasion immer noch. Cool. Also richtig genial. Kupferberg, Wald. Oh, das ist leider auch nicht sehr witzig. Dafür eine Maschinenfabrik? Ja, okay. Also, wir haben Geld. Ja, wir haben jetzt langsam wieder ein bisschen mehr Geld. Sonst könnte ich eigentlich zuerst... Nein, zu spät. Mist. Kann man die nicht irgendwie anzeigen? Also, wir machen zuerst eine andere Route. Und dazu muss ich... hier irgendwo nochmals eine Ablagestelle machen. So. Also eine neue Route. Wir müssen halt hier wieder holen. Wir können eigentlich einmal zurückgehen. Wo ist jetzt hier? Stahlwerk, cool. Ah, hier. Wir könnten einmal zurückgehen. Weil hier halt wirklich mehr benötigt werden. Und hier auch nochmal. Machen wir einfach eine größere Route. Und machen mehr Ding, weil ich muss unbedingt mehr Rohstoffe halt liefern. Und zwar Marpe. Oil. Nein, So. Ich hoffe, dass. Bringt etwas, wenn es nichts bringt, ist das auch nicht so schlimm. Und dafür nehmen wir jetzt bessere. Was ist besser an dem als dem, weil
Hier gibt es nicht alles, doch da alles, was wir brauchen. Wir nehmen mal die, die haben alles. Und nehmen mal 10 Stück. Ist recht. Ja, nicht so teuer. Also mal Treibstoff. Gut. Ja. Fahren wir doch mal kurz ein bisschen mit zu. Wir sind jetzt. Die sind ein bisschen schnell. Beste Kamera. Kann ich nicht hoch. So. Krass. Wie viele Leute. Wie viele Kolonnen. 10 Stück. Plus noch die anderen Routen. Geil, aber es ist schon sehr, sehr belebt. Jetzt mal durch die Stadt gehen und so. Die Kamera gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie man hochkommt. Wo biegt man? N und M geht auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man hochkommt. Oh. Krass. Wir sind so die Beleuchtung. Okay, ein Auto speichern. Ja, sieht geil aus. Ich find es cool, wie geil es aussieht, wenn man so unten ist, oder? Es ist ja eine Map, es ist meistens von oben gesehen, wenn man unten wirklich fährt. Es ist so schön, wirklich sehr schön. Wenn man bedenkt, ich habe Locomotion gespielt, ich habe Transportgigant gespielt, Industriegigant auch, immer kurz, da hat mir nicht so gefallen, dass alles so blockig aussah, aber das war ja auch noch früher, oder? Und dann später Citizen Motion 1, wie später Citizen Motion 2, das wollte ich nicht direkt kaufen, das habe ich ein bisschen später gekauft und auch, glaube ich, kurz nur geletzplayt. Und dann Transport Fever 2. Ich habe Transport Fever 1 und Train Fever leider ein bisschen missachtet. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das nicht früher... Oh, das sieht geil aus hier, das Ölwerk. Diese Öltürme haben wir hier in der Nähe von Basel in Pratteln immer noch. Aber sie werden natürlich nicht mehr genutzt. Hier in Basel kannst du kein Öl mehr gewinnen, denke ich mal. Das klappt einfach nicht so. Also es bringt nicht so viel. Aber es ist mega cool. Das ist die Kamera. Die macht mir ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso wie wir so weit weg wieder sind. Jo. Also gehen wir wieder raus. Der hat 5 von 5. Okay, eine Industrieschließung. Hier bringt es auch nicht. Gegründet ist ein Baumaterial. Ja, das bringt auch nichts. Rungenpferdewagen, okay. Jo. Jetzt haben wir einfach neue Fahrzeuge. Okay. Einen Wald dort oben. Oh, können den. Ja, der kann abgebaut werden, oder? Wir haben kein Stahlwerk. Schade. Also können wir so langsam. Ja, wir haben 1000. Jetzt können wir so langsam diese dumme Höhle machen. Diese dumme. Ah, ich hab nicht gut platziert. 5000! Okay, das ist schon vielleicht ein bisschen besser, ja. Aber mehr Ölgewinnung. Ja, das ist da hier unten auch. Ist nicht so wichtig. So. Und dann sind wir bald dort drüben. Jetzt müssen wir einfach irgendwie hier. Ja, hier müssen wir eine Brücke bauen. Ne? Sieht schön aus, oder? Eine andere Brücke nehmen. Nein, nicht zuschütten. Ich glaube, ich habe einen Mod reingetan mit Brücken, aber der funktioniert so wenig Zeit. 1872 noch nicht. Ja. Ja, wäre schon gut, aber hier haben wir auch keine Ölwerk. Ja, Ding, Treibstoff. Und hier unten brauchen wir auch keinen Wald. Dankeschön, liebes Spiel, was du so viel machst. Ja, das ist ziemlich egal hier. Oh, ja, wir haben kein Stahlwerk. Ja, doch, da oben. Ja, egal. Ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir hier nochmals schön. Wo ist die Werkzeugfabrik jetzt? Da.
Sieht nicht so schön aus. So. Ja, wir machen es nicht hier rein, wir machen es hier rein. So, einen Weg haben wir. Jetzt müssen wir nur kurz noch die... Oh, nochmals. Spiel, bitte, besseres. Viel besseres. Ja, hier. Dachte schon, wir müssen hier auch noch einen Weg machen. Ja, das sieht nicht schön aus. Mein Gott, mach doch bitte einen schöner. Ja, das können wir halt nicht so gut anpassen. Ich weiß gar nicht, wie man... Okay, ich will nicht den... Das ist jetzt nicht so toll. Achso, reicht. Meine Güte, wenn alles so buckelig ist, dann wird's schwer. Ja, so. Okay, und hier auch noch. Ja, so haben wir ein bisschen einen Buckel. Ja, egal. So, und dann das Werkzeug dann hier abladen. Genau, schön hier am Anfang. Ist hier nicht eine Bushaltestelle? Ah, hier haben wir noch gar keine Bushaltestelle. Dann ungefähr hier. So, damit hier eine Bushaltestelle kommen kann. Dann schön von hier nach hier. Und hier bis hier. So. Und dann haben wir hier Ida Werk. Was habe ich geschrieben? Ida. So, das ist ein K. Ida Werk. So. Also, gucken wir mal. Was haben wir denn für bessere Pferde jetzt? Ist hier Werkzeuge? Nein, hier ist nicht Werkzeug. Müssen wir die nehmen? Ich hoffe, das reicht. So, Industrieschließung. Ja, jetzt gehen beide. Sie gehen beide weg. So schnell kann ich keine Route machen. Ich muss mal pausieren. Also hier haben wir Stahlwerk. Mit dem Stahlwerk müssen wir zur Werkstatt. Wir haben keine Kohle. Doch, wir haben Kohle. Also, ich muss leider ein bisschen Geld für investieren noch. Ich hoffe, es reicht. Sonst machen wir einfach das mal noch kurz. Das reicht hoffentlich. Ich möchte ja nicht so gute Routen verlieren. Nein, ich will nicht die falsche Taste drücken. Nicht spielen. So, ich will das ja nicht verlieren, deshalb einfach mal hinfinanzieren. So, hier haben wir Brot. Das können wir auch irgendwann noch liefern. Also, ich möchte von hier nach hier nach hier. Und zwar... Bretter. Hä? Bretter gehören, Maschinen gehören zu Griff. Griff? Bretter. So, wunderschön. Mehr Farben habe ich auch installiert. Jetzt muss ich aber auch hoffen, dass die nicht geschlossen werden bis dann. Ich glaube, wenn man die Linien hat, dann werden sie abgebrochen. So, und dann werden sie hoffentlich abgebrochen. Der wird abgebrochen und der muss jetzt zuerst beliefert werden. Das könnte vielleicht nicht reichen. Ach Mist. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu spät. Wir haben das Spiel halt laufen lassen. Können wir das irgendwie retten, weil sonst haben wir ein Riesenproblem mit den Finanzen. Das dachte ich jetzt nicht, dass eine weiterführende Linie nicht
so schade, dass das Spiel einfach alles so ein bisschen zu automatisch macht, weil ja, ich müsste das Ding wieder hinklatschen und dafür habe ich einfach kein Geld. Weil ich kann das, ich kann hier unten durch einen Mod, ich glaube in Street Tycoon oder so heißt es, das wieder hinstellen, oder? Aber es kostet gar nicht so viel. Okay, dann stellen wir einfach die Fabrik hin. Also bei Sachen, wo man einfach nicht lösen kann, weil das Spiel einfach keine neue Industrie dort gründet, tue ich ja, ersetzen sozusagen. Also eine Fabrik, die dort sein muss, tue ich so umständlich, also nicht gerade sehr perfekt, oder? Sondern ein bisschen abseits halt hinklatschen. Und deshalb habe ich den Mod auch genommen, damit wir nicht irgendwann mal keine Linien machen mehr können, weil das Spiel sagt, nope, wir gründen dort keine Industrie. Die Stadt kann nicht versorgt werden oder nur durch ganz, ganz lange Wege. Ja, zum Beispiel hier runter und wieder hoch. Weißt du, wisst ihr, wie teuer das ist? Zwei Brücken sind wir. Ist halt nicht so toll, oder? Naja. Okay, die wird jetzt geschlossen. Die wird einfach verschwinden, weggeploppt. Die wird nicht abgebaut oder so. Nö. Wir haben die Entwickler zu wenig Zeit gehabt. Die ploppt einfach weg. Okay, bleiben wir kurz hier, was jetzt gleich passiert. Dabei, ich bin angebunden, hallo. Das gehört mir, das ist mein Eigentum hier. Asoziale Menschen reißen einfach etwas ab, wo es genutzt wird. Ja, jetzt haben wir ja wieder Geld. Geht eigentlich mittlerweile schon sehr schnell. Oh, okay. Oh, schon wieder an einem Ort. Ja, weißt du, von 1 nach 3 funktioniert halt nicht. Oh, jetzt ist schon weggeploppt. Dankeschön, du blöde Einblick. So, hallo, da bist du ja wieder. Ja, bist ein bisschen größer, hä? Habe ich das Gefühl. Spiel, nächste wieder herum. Hallo, willkommen zurück. Sehr realistisch, ich weiß. 5000 für so etwas. Also, sie kommen aber, weißt du, sie sind... Nein, das ist die Confusion noch. Sie brauchen halt ewig, sind noch Kutschen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Also hier ist immer noch Öl. Wahrscheinlich die neuen Öl. Gar nicht, wo die sind. Oh, eine Postkutsche. Cool. Aber ja, Post gibt es ja nicht. Brauchen scheinbar noch. Okay, wieder ein Rungenwagen. Und dann Pritschen. Ich weiß gar nicht, wo die sind oder ob es einfach angezeigt wird als Öl. Ja, sie sind's. Aber sie zeigt Öl an. Okay, dann ist klar. Habe ich jetzt nicht so schnell gecheckt. Ja, da unten, weißt du. Ja. Das wäre auch gut, hier zum Stahl da runter zu bringen. Ja, aber hier ist auch kein Bauernhof. Hier ist der nächste Bauernhof. Da unten schließen wir dann später an. Wir bleiben ein bisschen in der Nähe, damit wir mehr Geld verdienen. Und breiten uns natürlich aus. Cool wäre halt auch noch Ding, Konkurrenz oder so. Aber ja, vielleicht im Transport 3. Also. Ja. Okay, sie haben mehr Leute jetzt wieder drin. Es waren mehr Leute. Jo,
da ist ja auch noch die Dinge, die Öl, wie sagt man, Ölwerk, Eckegang, ist mir egal, so kommt. Schauen wir mal ein bisschen uns um, also die Kirche macht es halt schon, die Kirche macht die Stadt viel schöner, das ist immer so. Also wenn ich durch ein Dorf fahre, die Kirche ist sozusagen das Highlight. Auch wenn ich nicht religiös bin oder so, aber je nach Kirche, wenn die Kirche schön ist, ist auch irgendwie das Dorf schön. Ja, hier passiert irgendwie nicht so viel, ist das Wachstum, Moment kurz, 159, 407.000, okay, 33 Leute drin, lohnt sich immer mehr. Hier werden einfach nicht so viele Leute transportiert, es kommen einfach viel zu viele Leute. Und hier 212, es steigt schon von den Bewohnern. Ja, sie wachsen halt eher so ein bisschen auf die Seite hier. Und auch hier sind die Leute jetzt. Schauen wir mal kurz. Sind das falsche? Was ist das da? Ja. Nein, es sind. Okay. Also das Dorf braucht. Nein, das Brot. Also die sind gut versorgt hier, hä? Versorgung, ja, die sind gut versorgt. Also das sind nicht Wohnhäuser, sie, ja okay, sie sehen nicht so aus mit den Tischen. Aber genau, okay, der Bauernhof hier unten geht weg. Also Brot wird eben geliefert, ja. Und die Werkzeuge können, die Backsteine können noch nicht geliefert werden. Hier ist auch keine kein Steinwerk. Jo. Sehen wir das im nächsten Part an. Dankeschön fürs Zusehen. Es wächst und wächst. Ja. Tschüss.